So, Zoking, you're here again. You're playing against Azulis. Do you know him? Have you played him before? And how did you prepare for him? You can repeat. Do you know him? Have you played him before? And how did you prepare for him? Yes, I know him. I play against him a lot of things. Also die beiden, die kennen sich auf jeden Fall auch schon. Wir sind gespannt auf das Spiel. Please take your seats. Get ready for the game. Good luck. Und Jungs, ich gebe wieder rüber an euch. Wie sieht es aus mit diesem Spiel? Also das sind jetzt auf jeden Fall immer noch beides Favoriten. Wir können mal ganz kurz schauen hier die Leistungen der Games davor. Soaking wurde Erster in Gruppe 2, total krass, hat 3-0 Germanicus rausgehauen und 3-2 auch Berin. Ja, auf jeden Fall. Also der besiegt. Hat extrem stark gespielt auch gegen Berin. Also der hat auch Berin lag 2-0 vorne und dann macht er einfach noch ein 3-2. Ja, also das ist eine Riesenleistung. Wir hatten ihn auch gestern gesehen, wie er performt hat, nahezu fehlerlos. Aber auch Azulis ist absolut gut. Er hat 3-1 den Ruber rausgehauen und 3-1 Eves besiegt und wurde Zweiter in Gruppe 1 auf der Stage gestern. Also beides Spieler, die wir jetzt hier schon mehrmals gesehen haben, mit einer unglaublich guten Leistung. Ja, also auf jeden Fall. Ich sehe ein bisschen Soaking weiter vorne von der Leistung, was ich bis jetzt gesehen habe. Ja. Muss ich ehrlich sagen. Aber ich auch ein bisschen. Aber bei Azulis hatten wir einige Games gesehen, wo ich denke, okay, der hat unglaublich viel Potenzial. Ist aber dann auch mal eine Frage, ob man das jederzeit abrufen kann. Ja, klar, das stimmt. Und ich hoffe mal, dass wir wieder mal neue Decks sehen. Also darauf warten wir heute immer noch. Ja. Ganz gespannt auf ganz, ganz neue Decks. Mal schauen, ob wir das erst im Finale sehen werden oder vielleicht auch jetzt. Bin gespannt. Absolut, ja. Wir warten, bis das Ganze hier gleich losgehen wird. Was kann man noch sagen? Genau, Soaking im gleichen Team wie Surgical Goblin, im gleichen Esports-Team. Ja, bei Team Keso. Mhm. Und Azulis ist ein Team Millennium, die kenne ich eigentlich gar nicht. Weiß ich, hast du schon mal von denen gehört? Wir haben ja unglaublich viele Esports-Teams dabei. Es ist fast jeder irgendwie am Start, ja, die sich dazu zusammengeschlossen haben in solche Organisationen. Finde ich auf jeden Fall gut, dass das in die Richtung geht. Es gab damals ein paar Erste, die das irgendwie gemacht haben. Man sieht auch, Azulis wurde auch erst auf der Dreamhack in Frankreich, 16er Top 16 bei der Dreamery und Zweiter bei der ESWC Summer. Also auf jeden Fall hat Azulis hier auf jeden Fall eine krasse History. Das ist auch sehr, 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 sehr stark. Also beides Top-Spieler. Es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass sie gegeneinander spielen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Was haben wir noch? Trophäenrekord 6560. Was ist das? Guck dir das mal an, Alter. Trophäenrekord. Das ist ja Platz 1 der Welt oder sowas. Ja, wahrscheinlich hat da mal jemand gepusht. Oder Top 10. Also ganz krass. Okay, sehr, sehr stark. Wir springen ins erste Battle. Soaking gegen Azulis. Beides Giganten. Ich bin gespannt, was gespielt wird. Das Ganze wie immer ein Best of Five. Leute, es gibt direkt mit einem Kobold-Fass los auf beiden Seiten. Also und ein Eisgeist und einem Holz-Mirror-Match bis jetzt. Ich glaube, beide spielen Lockbait. Also Alter, Lockbait gegen Lockbait. Und dann auch noch gegen so einen guten Spieler. Das ist auf jeden Fall krass. Das ist Hardcore. Da fängt auch schon an mit der ersten Rocket. Krass. Also das ist auf jeden Fall okay, weil jetzt schon rechts der erste Ritter kam. Ja. Die Sache ist, es ist immer wichtig, dass man seine Princess beschützt. Und dass man halt das Lock für das Koboldfass hat. Das ist extrem wichtig. Ja. Er setzt jetzt das Kampfholz ein. Sehr stark, Kobold-Gang. Und da kommt noch das Lock für die Prinzess. Beide haben das Holz in der Situation gegen die Prinzessin eingesetzt, nicht fürs Koboldfass, haben das Koboldfass anderweitig verteidigt. Schaden kommt rum. Wir haben jetzt aber gerade natürlich die Rakete gesehen. Das ist 6 Elixier, was es kostet. In diesem Zerbait hat man jetzt nicht direkt ein Deck, wo man den Gegner sofort punishen kann. Wie viel im Rücken-Spam-Deck, dass man da irgendwie reingehen kann. Das ist ja krass. Also da sieht man beides, dass beides Lockbait-Experten sind. Sie wissen ganz genau, wie sie das Koboldfass auch ohne Kampfholz verteidigen können. Und dann auch hier, also die bessere Princess am Start, da sie ja den anderen getötet hat. Sehr krass. Kobold auch immer noch. Weißt du, das Problem ist, er muss sie immer noch irgendwie down bekommen. Stimmt. Und das wird aber jetzt schwer für Soaking. Der wird das die ganze Zeit beschützen. Ja. Also man merkt noch so ein bisschen, klar, er hat eine Rakete rübergeworfen, das ist Damage, aber seitdem ist er im Elixier Nachteil. Das kostet 6 Elixier und bei so einem günstigen Deck, das merkt man noch lange danach. Das aber vom Schaden liegt er noch ganz leicht vorne. Ja. Aber er hat immer, wie gesagt, wieder die schlechte Rotation, weil die Prinzess irgendwie immer allein war. Ja. Jetzt greift sie wieder den Ritter an. Kobold-Fass kommt. Ja, Holz ist sofort da. Eisgeist war auch noch ein bisschen Chip-Damage. Ja. Das ist eigentlich, kann man sagen, so Eisgeist-Damage. Sehr starker Ritter. Der Ritter war ja. Alter, der Ritter hat einfach die Prinzessin rübergelenkt und jetzt kriegt die Prinzessin down. Töten sich doch gegenseitig, okay.
Oh, das ist, ich weiß nicht, das ist immer richtig schwer zu sagen, ja, die Prinzessin greift die falsche, es ist so ein krankes Battle, die gönnen sich hier keiner will hier irgendwie einen Fehler machen. Und er hat kein Holz in der Rotation, damit hat hier Soaking richtig viel Damage rausbekommen. In so einem Match ist das wichtig, da machen 200-300 Schaden Prinzessin kriegt Schaden Unterschied. Und das reicht auch noch dazu, Goblin Gang auf beiden Seiten, Alter, das, was für ein Lockbait. Es geht von einem zu anderen. Das geht hier auf jeden Fall in die Verlängerung. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hat er wieder sein Holz in der Rotation? Ja, auf jeden Fall. Hat er. Und auf der anderen Seite sehen wir das Holz auch. Das ist ja unglaublich. Wie viele Koboldfässer haben die schon abgewehrt, ohne großen Schaden zu kassieren? Oh, ich weiß. Eisgeiststück von der Prinzessin weg. Und wieder starker Ritter. Er setzt den Ritter immer so und wieder greift die Prinzessin die andere Prinzessin an. Das ist ja unglaublich. Was für ein Duell. Es hat so ein bisschen die Nase vorne, ehrlich gesagt. Ja. Siehst du auch, jetzt muss er das mit der Koboldgang verteidigen, weil er das Lock eventuell für die Prinzess braucht. Die Prinzessin entscheiden sich wieder gegenseitig aus. Und die eine überlebt. Eine überlebt, Spielgoblin ist noch mit dabei. Holz wird wieder gespielt. Die Schoner geht jetzt zum Turm, das sind zwei Hits. Oder? Ne, der Ritter. Ein Hit war's. Aber das ist nicht verkehrt, Holz wird wieder gespielt. Wie schnell das hier auch geht. Ja, das wievielte Kobold fast ist das in diesem Battle? Das nächste Holz wird gesetzt. Der Turm hat immer noch 1800 HP. Es werden keine Raketen mehr geworfen. Es wird jetzt ja versucht, andersweitig das irgendwie hinzubekommen. Jetzt bin ich mal gespannt. Es kommt halt darauf an, wer die ersten 500 Damage am Turm macht, dann würden eigentlich noch Raketen gecycelt, ja. Aber das muss halt erstmal hinbekommen. Dann wird defensiv gespielt. Ich gehe davon aus, dass beide noch einen Inferno-Turm dabei haben. Keiner spielt ihn, weil das gegen so viel Kleinkram einfach keinen Sinn macht. Und kurzes Prinzessin greift den Ritzer an, aber überlebt. Ja. Okay. Überlebt, das ist auch noch okay. So, überlebt erstmal, nächstes Kobold, was kommt. Jetzt wird hier der erste Inferno-Turm gesetzt. Und da kommt dann direkt die Rakete. Okay, der Inferno-Turm. Oh, da kommt die andere Rakete, da kommt das Kobold fast dazu, hat er es gesehen? Ein bisschen zu spät. Ist Schaden. Das ist 200 Schaden. Das ist Schaden. Und das wird auch schon gut Game, weil du weißt, wenn du jetzt so viel Damage gemacht hast, ist das auf jeden Fall da vorbei. Reicht noch ein Prinzessin-Hit und ein bisschen Schaden vom Kobold und dann Holz und Rakete. Das könnte es schon sein. Ja, auf jeden Fall. Nächste Prinzessin ist drin, überlebt. Ein bisschen vorgeschoben. Wollte er das Holz noch in der Defense? Hat er da? Kein Hit kommt durch. Kriegt der Ritter die Prinzessin down? Das wäre natürlich das Beste. Aber wir haben noch keinen Trick Barrel gesehen, komischerweise. Hat auch noch mal und Damage die Prinzessin raus. Ist am Turm und das sollte das Game gewesen sein. Ja, GG. Da also das war das anspruchsvollste Lockbait-Mirror-Matchup, was ich jemals gesehen habe. Absolut gute Leistung von beiden Spielern. Sehr, sehr stark. Das war absurd. Es war einfach ein Koboldfass rüber, das andere kommt wieder. Und wieder ein Koboldfass. Hin und her. Und wie sie dann die Prinzessinnen dort angestaut haben und mit dem Ritter und Inferno-Turm das Ganze abgelenkt haben. Also unglaublich. Ja, also sein Fehler war auf jeden Fall, dass er da die Kobolde zu lange am Turm gelassen hat und das Holz zu spät gespielt hat. Das stimmt. Das war einmal ein bisschen zu weit nach hinten mit der Rakete, ist das Ganze schwierig. Beide schreiben ja auch really GG und GG haha. Also das war schon ein sehr intensives Battle. War auf jeden Fall extrem stark von beiden gespielt. Soll ich mir mal ganz kurz sehen. Hat er das selber gespielt? 6000? Alter, 6563, einfach sein Rekord. Das ist mal eine Maschine. Das ist übel. Also nicht nur im E-Sports-Bereich krass, sondern auch beim Ladder-Pushen. 1:0 steht es für Soke gegen Azilis. So, wir sehen wieder ein Kobold-Fass. Okay, es geht direkt Soke. So weiter, oder was? Ja. Das ist die Frage, haben beide wieder das gleiche Ding? Nee. Diesmal meiner dabei, das wäre auch zu krank gewesen. Das könnte man den Spielern nicht antun, dass die zwei auf so intensive Games hintereinander spielen. Was aber fast, also das Gute ist, er muss den Miner nicht so setzen, wie er ihn gerade eben gesetzt hat, weil er weiß, sein Gegner hat keinen Tornado dabei. Ja. Deswegen kann er ihn auch nicht an den King Tower ziehen, deswegen kann er ihn immer frei wählbar an irgendeine Position stellen. Das stimmt, die Banditin gönnt sich mal komplett alles, aber die Prinzessin wird verteidigt. Krass. Sehr schönes Holz, aber jetzt hat kein Holz mehr in Defense. Und Elektromagier perfekt reingetimt, das ist auch, haben wir schon mehrmals gesehen, recht schwierig. Ja, weil er sehr stark gespielt. Da kommt nochmal der Miner. Das sind hier Millisekunden, wo das Ganze richtig getimt werden muss. Das Gute ist, er hat die Fledermäuse dabei und er hat halt kein Zap. Er kann nur die Prinzess spielen, oh mein Gott. Und guck mal, diese eine Fledermaus hat so viel Damage in seinem Turm gemacht. Ja. Und er hat halt, wie gesagt, kein Zap. Er hat einen Eisgeist, eine Prinzess, aber die muss halt erst dann wieder opfern. Prinzessin auf der rechten Seite mit ganz wenig Leben, aber Schaden wird halt verursacht. Oh mein Gott, das ist das Holz falsch getimt. Und die Banditin ist am Turm und das ist ganz viel Schaden. Ja. Und es ist ein Miner Chip-Damage-Deck zum Cyclen. Und da tut sowas extrem weh. Das kann ein Game entscheiden auf jeden Fall. So, auf jeden Fall hat jetzt hier Azilis richtig gut gepickt. Wie gesagt, ich finde die Fledermäuse sind so stark gegen Lockbait, weil du einfach nichts hast dagegen. Stimmt. Da hat man kein Zap oder ähnliches dabei. Ja. Die können da extrem viel abräumen. Auch gegen das Koboldfass natürlich sehr, sehr viel Schaden. Ice Guys geht einfach so durch.
Hätte ich aber eher auf die andere Seite gesetzt. Wahrscheinlich hast du missklickt, weil er wieder links eigentlich den Chat gecheckt. Oh, er jetzt kommt schon einfach an. So eine Rakete, da haben wir meiner Poison. Da haben wir es meiner Poison. Die Antwort darauf. Optimal, ja, die Goblin Gang geht down. Der Turm kriegt nochmal so viel Schaden. Ja. Er tradet ja eigentlich nur ein Elixir ins Minus und das ist vollkommen okay mit dem Damage, was absolut. Er so etwas kommt nach hinten, da sind die Fledermäuse sofort da. Elektromagie nach vorn, sehr stark. Er lässt auch keinen Schaden von der Prinzessin zu. Er weiß, dass er es gewonnen hat, wenn er das jetzt sehr, 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 sehr stark verteidigt. Sehr starkes Holz, sehr stark auch. Ja, sehr stark. Genial. Eine Holz. Auf der rechten Seite, guck mal auf der rechten Seite, was da auch nochmal für Damage angegeben worden ist. Selbst wenn es die Overtime gehen sollte. Da kommt nochmal ein Trick Barrel. Oh, das ist da versteckt, hat er es gesehen? Ja, hat er. Das ist immer so schmerzend, wenn du so aufgeregt bist. Ja. So, dann sehen das viele Leute nicht. Der geht jetzt auch schon auf die andere Seite, weil er weiß, die andere, da muss ich nicht mehr spielen. Ja. Der schreibt auch schon Good Game, weil was will er machen? Unglaublich, das ist ja sogar eine richtig eindeutige Partie. Dass er einmal stark durchkommt mit der Banditin, dann hat er ihn nicht mehr zurück ins Game kommen lassen und das ist sogar 2-0. Die waren auch auf jeden Fall hier so die Keykarte für das Match, weil da konnte Soaking gar nichts dagegen machen. Und hat das perfekt gespielt. Unglaublich, das ist sogar noch ein 3-Crown. 3-Crown mit 3-0. Das muss er erstmal hinkriegen, unglaublich. Sehr stark gespielt. Ja, also da sieht man mal, wie man Lockbait auf jeden Fall kontern kann mit so einem Deck. Das sah leicht aus, aber beim Zusehen sieht es immer leicht aus. Ja, ne? Auf jeden Fall. Also da war halt dann der Move dabei, dass halt die Rakete kommt, wie du schon sagst, muss man direkt punishen. Geht halt dann mit einem Elixier mehr rein, aber das hat sich halt vollkommen rentiert. Und ganz am Ende hat man dann gesehen, Elektro-Wizard, Fledermäuse machen den Turm fast allein down. Absolut, ja. Sehr, sehr starkes Spiel. Das sind so Games, wie wir sie halt einfach sehen wollen. Ja, auf jeden Darauf haben wir das ganze Turnier gewartet, dass wir jetzt endlich die Favoriten gegeneinander spielen sehen. Und da macht das Zuschauen und Kommentieren auf jeden Fall schon sehr viel Spaß. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also Lockbait sollte jetzt auf jeden Fall Soaking auch ändern. Denke ich, wird er auch nicht mehr spielen. Und eventuell bleibt vielleicht Asylus bei seinem Deck, weil er hat das richtig gut gespielt gerade eben. Also ja, das ist auch so ein Allrounder-Deck. Das ist gegen sehr, sehr viele stark. Es gibt wenige Konter, da muss man auch das genau richtige Deck haben und auch beherrschen. Fall. Das muss man auf jeden Fall auch spielen können. Ja. In solchen Turnieren reicht es ja nicht einfach nur ein Deck zu picken, was gut gegen den Gegner ist. Ja klar, auf jeden Fall. Du musst ja das auch ausspielen können. Ja, viele sagen ja, okay, da ist ein Konter gut, dann musst du aber erstmal ausspielen können. Das stimmt. Auch wenn wir hier das sehen und sagen, ja, das war ein Konterdeck, da hatte er einen kleinen Vorteil. Nichtsdestotrotz muss man die Games auch mit einem Konterdeck fehlerlos spielen, um sie dann zu gewinnen. Auf jeden Fall. So, jetzt bin ich mal gespannt. Angefragt, wir springen Game ins hüpfen. Nächste Battle. 1-1, Soaking gegen Asylus ist der derzeitige Stand. Wer zuerst 3 Punkte hat, gewinnt. Oh, das sind wir sehen Schweinereiter. Sind das 2 Hits? Ja. Sehr stark, weil ein Eisgeist mit dabei war. Das ist ein guter Eröffnungsmove. Man denkt sich jetzt, ja, so viel Schaden ist das nicht. Der Turm hat noch 2000 Leben. Aber wenn das Game halt so lange geht, da zählt dann jeder einzelne Schweinereiter-Hit. Und Soaking spielt auch einen Packer, also von daher haben wir jetzt hier 2 Meta-Decks wieder. Und da kommt auch direkt auf der anderen Seite der Push. Jetzt hat er ein Holz dabei oder ein Sepp, ist die Frage. Aber ja, er hat Holz dabei. Holz, sehr stark. Der andere hat einen Sepp. Ja, das Ding ist, der Sepp ist besser gegen die Fledermäuse. Ist ja halt die Frage, spielt Soaking noch die Fledermäuse? Weißt du, das ist die Frage. Schwierig, ne? Eigentlich ist es da drin, aber ich kann mir vorstellen, dass sie das jetzt ein bisschen angepasst haben. Ja, aber Holz dann, wie gesagt, besser gegen die Kobolde. Aber der Sepp ist dann, finde ich, ausschlaggebend. Ne? Holz ist auch deutlich besser gegen den Schweinereiter mit dem Knockback und den Packer-Kombination. Das stimmt. Jetzt ist die Frage, hat er die Fledermäuse dabei? Mit gar keinen Hit. Kein Hit? Richtig krass gespielt, der Packer. Alter. Der hat so den Weg gestellt, dass er erstmal um den Ruhm galoppieren muss und dann, Du hast einfach 4 Elixier ins Nichts. So, er weiß, er hat kein Sepp, deswegen musste er. Oh, sehr starker Eisgolem. Slowt sogar nochmal den Packer, dadurch kriegt sein Packer keinen Hit mehr raus. Lol, was für ein geiler Nebeneffekt, aber auf der rechten Seite so viel Gott. Schaden. Jetzt müssen wir noch links verteidigen und Soaking hat ja gar kein Elixier. Ja. Der kann jetzt Asylus eigentlich. Oh, sehr stark. Also, ich finde halt, wie gesagt, dieser Sepp ist in dem Deck viel geiler, weil du hast einfach, weiß ich nicht, gegen die Fledermäuse hast du was. Du kannst theoretisch noch Eisgolem und Sepp spielen gegen die Goblins. Ja. Von daher finde ich den Sepp einfach sinnvoller. Das stimmt, das war schon. Es ist ein Vorteil, klar. Jetzt ist aber die Frage, hat hier der Soaking noch die Fledermäuse dabei? Ah, stimmt, der hat sie wahrscheinlich gleich dabei, du hast recht. Eine Karte haben wir noch gar nicht gesehen. Lightning, sondern Poison. Und bei Asylus genauso. Er wird entweder Lightning Poison spielen, aber meistens spielst du eigentlich einen Schweinereiter mit Lightning. Ja. Mit Poison, wenn ich Sinn machen würde. Es ist auf jeden Fall noch nichts entschieden, es ist sehr viel Schaden. Andere Seite. Interessant, es spielt auch instant die Kobolde. Das ist nur ein Hit. Jetzt kommt auf der anderen Seite, weil er weiß, der nächste Schweinereiter. Da ist auch noch eine Fledermaus dabei. Den Turm lässt er komplett fallen. Und konzentriert sich auf die andere Seite. Jetzt bin ich mal gespannt.
Das war gut. Also der Pack hat da viel, viel, viel mehr Leben noch am Start. Jetzt kommt wahrscheinlich ein Lightning. Ja. Oh, der tut weh. Aber der, Elektromagier wurde nicht getroffen. Geschützt. Holz kommt durch. Oh mein Gott. Was hat er da getroffen? Was war das? Die Kobolde. Alter, okay. Das. Jetzt kommt selber nochmal Lightning, wenn er die Turm kriegt dann. Nee. Oh, one hit und ein Hit. Das ist noch ein zweiter. Unglaublich krass. Alter. Das Problem war einfach, dass er mit dem Lightning nicht den Elektrohüter getroffen hat, sondern den Eisgolem, den Schweinereiter und den Packer. Das ist halt so ein Gamechanger. Ja, das war eine ganz, ganz knappe Nummer. Und das eigentlich ist es natürlich, lohnt sich so ein Lightning. Aber wenn der Elektromagier dich trifft, tut das weh. Beide gehen jetzt hier, wie es aussieht, auf den Creekstone. Das wird auch wieder ein ganz spannendes, langes Battle. Und der eine guck dir die Fledermäuse da an. Guck dir diese Fledermäuse an. Ach, guck mal, der Kobold ist ja immer noch am Turm. Guck mal, was der da macht. Alter, okay. So, ist aber die Sache, er hat noch 1000 Euro im Haupttower. Der muss auf jeden Fall verteidigen, weil er wird auf jeden Fall auf den Three-Tron gehen. Doppelpacker sehen wir jetzt hier. Er wird sowas von auf den Three-Tron win gehen. Eisgolem gespielt. Die Fledermäuse sind dadurch down. Das kann man machen. Ein Elektromagier über zwei Elektromagier und zwei Packers. So, jetzt muss er da nochmal ein Holz werfen. Da kommt jetzt auf jeden Fall der Schweinereiter. Da kommt eventuell ein defensiver Lightning. Ich glaube, das ist durch. Nee, das sollte durch sein. Das weil der Schweinereiter. Oder wobei? Aber macht er mal schön. Eisgeist geht dort sofort down. GD. Holz kommt, Fledermäuse sind immun dagegen und das ist durch. Doppelpacker, Doppel-Elektromagier führt hier zum Sieg. Creekron-Win, sehr, sehr stark. Also er hat einfach langsam hinten den Push aufgebaut mit dem Packer. Da hat sich dann halt Soaking gedacht, okay, ich gehe eventuell auf den Creekron-Win. Ja. Hat es halt nicht geschafft. Und wenn du das dann halt nicht schaffst, dann ist ja deine Defensive, die du hinten aufgebaut hast, läuft ja dann immer noch vor. Die genau, hört ja nicht auf. Und das hatten wir schon so oft einfach, dass man versucht auf einen Three-Crown zu gehen, der andere verteidigt das und die Gegenoffensive ist viel, viel besser als die erste Offensive und gewinnt das. Ja. Da muss man sich auf jeden Fall gedulden, erstmal zurückfallen lassen, warten, was der Gegner macht. Aber ein unglaublich spannendes Battle, sehr, sehr schön. Auf jeden Fall, war extrem schön von beiden gespielt. Ja, das Comeback, damit hätte ich nicht gerechnet, ich dachte, das wäre schon durch gewesen. Und ich dachte auch erst, dass der Sepp eigentlich besser ist, aber er hat ja gar keine Fledermäuse gespielt. Ja, also, stimmt, er hatte keine dabei. Das Ding war wieder, dass er Fledermäuse gespielt hat und sein Gegner keinen Sepp hatte. Da sind dann wieder die Fledermäuse OP, weil du halt nur ein Eisgas und Elektrohüter spielen kannst. Ja. Das hat wieder die andere Seite der Medaille. Das ist in diesem Matchup dann sehr, sehr schwierig. Soaking fragt das nächste Match an. Wir warten, bis wir das Ganze annehmen können. So, bin ich mal gespannt. Beide nochmal Metadex, was sagst du? Schwierig, da kann man es halt gar nicht sagen. Die wollen ja halt nicht rausfliegen, wenn sie halt noch irgendein krasses Deck haben. Was sie noch nicht bisher verraten haben, dann würde ich das auf jeden Fall jetzt auspacken. Auf jeden Fall. Sie wissen, sie kennen natürlich auch die Gegner. Sie wissen, was die für zwei, drei Lieblingsdecks haben. Ja. Und bauen darauf auf jeden Fall auch Konter auf. Auf jeden Fall. Da ist jetzt die Frage, was gespielt wird. So. Er lässt sich auf jeden Fall lange Zeit, hat sich dann nochmal was getrunken. Ja. Okay, und jetzt ist er bereit, ins Game. Sieht schon sehr gelassen aus. Jetzt ist es auf jeden Fall Zeit, dass Soaking noch eine Runde holt, sonst ist hier Asylus weiter. Soaking lag 1-0 vor und dann hat Asylus 2 Punkte geholt. Ja, genau. Krass, ey. Das ist ja echt nie entschieden, das Ganze. Elektromagier, Banditenstart. Also Poison ist ganz nice. Dadurch kann die Banditin sich den Elektromagier hören und noch an den Turm bekommen. Aber sie kommt noch. Oh, okay. Okay, muss er noch einen Ritter bringen? Ja, auf jeden Fall. Ist er dann noch selber ein Elektromagier dabei? Auch ein Poison-Spell. Kann man auf jeden Fall machen, also kriegt der Ritter noch ein bisschen Value, dadurch, dass der Elektromagier so lange da drin bleibt und sogar noch dort stirbt. Das ist ja die Frage, sehen wir in meiner Matchup, Mirror Matchup, ist ja die Frage, was glaubst du? Besetzen die Karten eigentlich relativ gleich? Ja, ich glaube nicht, oder? Schwierig zu sagen, ich will mich da noch nicht festlegen. Es gibt teilweise so kleine Anpassungen. Ja, bin ich auch jetzt mal gespannt, was da noch drum umgebaut wird. Da kommt nochmal ein Miner. Und der Packer läuft da weg. Das richtig stark gespielt. Das kann ja das Game kosten. Ja. Also unglaublich nice. Der Miner zieht den Packer nochmal zurück. Guck dir den Schaden vom Elektromagier-Ritter-Kombination an. Also dieses Zurückziehen von dem Miner, das haben wir jetzt hier schon öfter gesehen. Das ist so ein richtig guter Alles wurde zurückgezogen. Wir haben gesehen, es wurden Musketiere zurückgezogen. Es wurden Banditen zurückgezogen. Jetzt wurde der Packer zurückgezogen. Sehr, sehr stark. Wir sehen Inferno-Turm. Fledermäuse direkt gespielt, das Ganze aufzuhalten. Und da wird ja sogar der Elektro-Wizard. Oh mein Gott, der Miner kann nicht tanken. Und dann ist das auf jeden Fall... Ja, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall spielt das hier Asylus richtig stark. Ja. Hat auch das mit dem Miner richtig stark gemacht. Ich denke, Soaking hat jetzt hier auf jeden Fall Probleme, weil er richtig krass overextend musste auch in der Verteidigung vorhin. Ja. Und er geht schon auf den anderen Turm. Guck mal, er lässt den anderen in Ruhe. Ruhe, der chippt noch ein bisschen weg. Macht er Druck, meiner ist da. Poison kommt gegen die Fledermäuse, er führt ihn jetzt schon ein bisschen vor. Also das
Das macht er stark. Er ist jetzt hier immer einen Schritt voraus. Sehr, sehr stark gespielt von Asylus. Jetzt stellt er den Inferno-Turm auf. Eigentlich macht es keinen Sinn, so schnell einzusetzen, aber... Für die Rotation einfach. Er ist ja in der Doppel-Elixier-Phase und der rotiert so schnell zum zweiten Inferno-Turm durch. Er muss auch nur noch verteidigen. Er wird da jetzt nicht mehr versuchen, großartige Offensiven zu starten. Ja, vor allem das meiner Chip-Damage ist auch schwerer zu spielen, der Overtime, vor allem gegen den Packer-Deck. Der ist gleich schon am zweiten Inferno-Turm. Das ist allerdings auch nochmal auch ein richtig krasser Push, wenn man jetzt zum Defensiv... Tillermann dabei, Ritter auch sehr stark, defensiver Miner. Hacker kriegt er auch ganz gut aufgehalten. Die Banditin könnte nochmal gefährlich noch werden. Nee, noch ein Miner, aber... Oh mein Gott, das Holz. Das wäre es gewesen. Das, ich fasse es nicht. Ich war kurz davor zu chargen. Richtig, richtig, also Asylus hat das richtig, richtig stark gespielt. Unglaublich Fehlerlos, stark. Fehlerlos, würde ich sogar sagen. Und, also heftig, Fehlerlos. Heftig. Well played. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich habe Soaking so als bisschen eine Favoritenrolle gesehen. Auch, aber also beides das richtig stark gespielt. Unglaublich gute Spiele, auch wenn Soaking jetzt hier verloren hat. Und er gewinnt das 3-1, nachdem er 1-0 hinten liegt. Hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht dann danach irgendwie. Also Soaking kam irgendwie nicht mehr so richtig ins Spiel rein. Ja. Deckpicks haben auch gestimmt und auf einmal ganz am Ende ohne Fehler gespielt. Ja. Und richtig starke Moves rausgehauen. Bin ich mal gespannt, was unser Host dazu zu sagen hat. Ja, ich bin gespannt, was unsere Spieler dazu zu sagen haben. After losing the first round, what changed for you? How did you come back and then won all the others? I think I have a better matchup. It's more easy for me. In a mirror matchup, you win against me. For this match, it's better, but in the rest of the match, I have luck for me. Okay, also das erste Spiel war ja scheinbar ein mirror matchup, deswegen war es halt gut. War es schwierig für ihn, da zu gewinnen. Und bei den anderen danach hat er dann einfach den Kartenvorteil teilweise auch gehabt und ist ein besseres Deck gehabt und deswegen ist er zurückgekommen. You played very well throughout the tournament. Sorry for your loss, but we'll see you again, maybe sometime, maybe the next tournament. Yes, I think I have opportunity to qualify the game, but he played better than me. So. Okay, er will es auf jeden Fall noch versuchen, sich für die nächsten Tournaments auch zu qualifizieren, aber er gibt auch zu, dass er hier zu Recht verloren hat. Naja, thank you both. We'll see you again on the stage and thank you too. And yes, goodbye. Good luck.